Mutter merkt, dass das Mädchen ist total emotional abwesend, verwirrt, spricht sie immer wieder an, fragt immer, was ist mit dir, sagt doch, was dich belastet. Und irgendwann drückt das Mädchen raus und sagt, hat bei der Nachbarin auf dem Smartphone Porno-Clips gesehen. Und das Mädchen schildert dann, dass sie alles sexualisiert wahrnimmt. Der Wasser war sehr tropft, das ist Sexflüssigkeit, die Umarmung, die wollen Sex. Die anderen Kinder toben im Schnee, die machen jetzt Sex. Und es leidet darunter, weil sie merkt, meine Kindheit ist gestohlen. Also es will es nicht und trotzdem diese zwanghafte Wahrnehmung, wie so ein klebriger Film, der überall drüber ist. Ein anderes Mädchen aß 2 Wochen nichts mehr, wurde die heftigen Hardcore-Bilder nicht mehr los, die es gesehen hatte, war traumatisiert und trotzdem ging es wieder auf, suchte sich ein offenes WLAN-Netz. Und das erfahren wir immer wieder, dass diese Ambivalenz da ist. Es ist pervers, ich muss es mir doch wieder reinziehen. Es ist eklig und menschenverachtend, ich muss doch wieder, ich werde doch in den Bann gezogen, ich muss es mir wiederholen. Diese Ambivalenz können Kinder sogar in guten, empathischen Elternhäusern gewöhnlich nicht ansprechen, weil es mit Schamgefühlen verbunden ist. Also diese Eltern, die sich melden, sind ja meistens aus, wo die Mütter wirklich hingucken. Das sind massive Schamgefühle, das ist die Ambivalenz, da ist auch dieses, ich muss es mir trotzdem wieder reinziehen. Und von dem her müssen wir sie ansprechen. Und wir als Erwachsene müssen sie ansprechen. Und wir machen die Erfahrung in der Prävention in Schulen, dass die Mucksmäuschen still sind und sich bedanken regelmäßig bei meinem Kollegen, der meistens in die Klassen geht. Die bedanken sich, dass endlich jemand mit ihnen darüber geredet hat, über die Ambivalenz, über ihre Beziehungssehnsüchte.